Ja Leute, jetzt mache ich direkt weiter. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 7. Ich hatte ja im letzten Part gesagt, dass meine Mutter gleich kommt und ja. Jetzt machen wir direkt weiter. Es fehlt nicht mehr viel. Ein einziger Tag zur Attraktion, ne? Ihr habt der Gorillas, oder? Ja. Wie war es ist mit Planschaton, na gut. Kaltes Wasser getrunken und jetzt tut es mir voll innerlich weh. War Wasser aber doch zu kalt. So, der Planschertunnel ist fertig. Drei, ja. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung. Dann nehmen wir auch die Sprungschanze. Aber das ist doch auch was Feines. Ja, jetzt machen wir, jetzt wollen wir, ja genau. Echt tolles Commentary. Ja, jetzt wollen wir, ach ja, wollen wir, ja genau. So, ich baue die mal hier hin. Ja, so sieht das dann aus. Cool, eigentlich mal da reingehen, ne? Ach, jetzt ist da keiner drin. So, und jetzt, ja, jetzt gehen wir mal hier durch und wird von oben mit nassem Wasser bespritzt. Finde ich ziemlich lustig. Sieht auch ein bisschen niedlich aus mit dem Mammut. So. Ups, so, so. Jetzt werde ich einen Gorillas-Füller bauen. Ja. Bauen wir den hier hin. Boah, tut mir leid, ich habe zwar zu viel Kohlensäure da drin. Aber den werde ich wahrscheinlich etwas kleiner bauen. Aber egal, was soll's. Ja, einfach hier hin. Und den Ausgang dann dahin. Sagen, brauchen wir noch so eine super Toilette hier hin. Falls die Leute dann kotzen müssen, dann können sie direkt in die Toilette kotzen. Ein paar Bäumchen. Du hast nicht genügend Mechaniker, um alle Attraktionen zu warten. Vielleicht solltest du noch ein paar einstellen. Okay, tun wir das noch. Nehmen wir jetzt mal so einen noch. Ja. Ich glaube, den werde ich dann beauftragen, hier in diesem Gebiet zu arbeiten. Ja, machen wir so. Gut, ich hoffe, man hört mich jetzt deutlicher. Ja, wir fangen jetzt mal an mit der Bahn. Da läuft irgendwo ein Scherzkeks durch deinen Vergnügungspark und schmeißt mit Dreck um sich. Schau doch mal, ob du da nicht einen Putzmann rüberschicken kannst. Nein, tut mir leid, kann ich gerade nicht machen, da ich hier die Bahn baue. Keine Panik, wir haben nur ein kleineres Problem mit einer der Attraktionen. Vielleicht auch ein etwas größeres Problem. Aber keine Bange, es ist schon ein Mechaniker unterwegs. Kriegen wir alles wieder hin. Hey, hey! Hast du gesehen, was dieser Kerl da gerade gemacht hat? Ein paar der Besucher benehmen sich daneben, aber dein Wachdienst hat das nicht bemerkt. Achte darauf, dass deine Sicherheitsleute im ganzen Park präsent sind. Oder bau ein paar Überwachungskameras ein. Gut, und jetzt muss ich ja die Bahn verschieben. Ein bisschen durcheinander gebaut. Einige der jüngeren Besucher spielen anderen Gästen üble Streiche in deinem Vergnügungspark. Das gibt böses Blut. Du solltest dieser Art von schlechtem Benehmen gleich einen Riegel vorschieben. Huhu, die Bahn ist ganz schön schnell. Da müssen die halt ein bisschen höher bauen. Sieht ja ganz gut aus, aber hier muss noch was verändert werden. So, geht die jetzt? Ja, wunderbar. Ja, aber wir kriegen wahrscheinlich noch nicht die goldene Eintrittskarte, weil wir noch nicht die Sprungschanzen gebaut haben oder wahrscheinlich auch ja halt die Erweiterung fehlen, das ist natürlich scheiße. So. Gut. Können wir mal da reingehen. So, hier fahren wir jetzt hoch damit. Ist jetzt nicht so spektakulär wie die andere Achterbahn, aber ich wollte jetzt einfach hier am Ende noch reinbauen. So.
So. Oh Mann, kann man so müde sein? Meine Fresse. So. Jetzt geht's hier ganz fix runter. Fahren wir einfach eine Runde dann über den Wasserbahn. Ups, ja. Okay, da will ich zwar jetzt nicht reingehen, aber egal. Ist ah, ich sehe schon was. Es ist schon ein Mechaniker unterwegs, um sie zu reparieren. So, ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich noch diesen Jurassic-Schanze warten. Da kommen neue Leute. So, ich würde mal sagen, wir stellen uns einfach noch einen ein. Dass es einfach noch schneller geht. Wir müssen jetzt nichts mehr bauen, alles was wir in Geld verdienen, behalten wir jetzt auch. So, unser Park ist schon groß, ne? Also natürlich könnte man hier noch mehr bauen. Ich hatte auch früher zwei Go-Kart-Bahnen, glaube ich, gebaut oder drei Stück, aber das reicht jetzt hier. Warum auch immer das Wasser stehen bleibt, wenn die Bahn ausgefallen ist. Sehr, sehr komisch. Ich guck mal gerade die Attraktionen durch. Du musst mal repariert werden. Dann werden wir diesen Pete. Pete, wie von Pete's Meat. Kennt ihr wahrscheinlich. Hast mich Werbung gemacht? Egal. Die Besucher sind beeindruckt von dem was muss noch repariert werden? Gut gemacht. Oh, die muss noch repariert. Boah, die ist echt lange nicht mehr kaputt gewesen. Die Kunden in deinen Läden haben das Gefühl, immer ein gutes Geschäft zu machen. Ausgezeichnet. Boah, ist aber echt viel beschädigt. Alter Verwalter. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung. Boah, heftig, was hier alles repariert werden muss. Ich brauche einen Mechaniker. Du warst gut. Mit dem werde ich jetzt erstmal arbeiten, um die Sachen zu reparieren. Deine Ballons gehen weg wie warme Semmeln. Besser sogar, weil Brötchen viel schlechter fliegen können. Auf jeden Fall bedeutet das, dass sich deine Besucher prima amüsieren. Die Leute mögen deine Drinks. Sogar der Preis schmeckt ihnen. Gratuliere. Unbedingt jetzt hier alles reparieren. Oh, das kommen noch keine neuen Besucher. Wunderbar, hat er repariert. Gut, das wird gerade repariert. Das wird wunderbar, die beiden Sachen wurden schon repariert. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Gut, das ist noch weitaus heile. Der Sonnengott. Ah, komm, warum nicht? So, jetzt können wir die Sprungschanze bauen. Da kommen wir einfach mal hier hin. Ja, da springt man halt rüber. Da rüber springen halt. Und dieses Loch, spektakuläres. Da müssen wir doch alles erforschen. Ich das offscreen machen? Ich weiß nicht, es bietet sich schon an, das offscreen zu machen. Aber wir gucken mal. Ich kann da noch einen Forscher reinsetzen. Ja, kommt noch einer. Feuern wir dann einfach später alle. Nur das Geld brauchen wir halt natürlich noch für die ganzen Attraktionen, um die jetzt aufzurüsten, wie die Achterbahn. Gebaut haben wir jetzt aber alles, ne? Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was. Sind die schon alle drin? Nein, dann verbessere ich das noch nicht.
natürlich sind jetzt meine Ausgaben relativ hoch in den Forschern, aber ist mir jetzt so egal, wir machen jetzt schnell das Geld hier rein. Zahlt ja auch 95. Gut. Da kommt jetzt alle mal rein, damit ich die Scheiße aufrüsten kann. Naja, die Achterbahn. Apropos Dinos. Ja, dachte ich mir schon. Ach, die Scheiße dauert so. Dieses Ding, der Dinoflieger geht am schnellsten kaputt von allen. Ja, aufrüsten. 5000. Ich brauche einen Mechaniker. Nein, möglichst einen, der ein bisschen besser ausgebildet ist, damit das schneller geht. Nehmen wir den ja. Wieso leckt das denn teilweise so beim Aufnehmen? Habe ich den jetzt? Ist er jetzt da unten? Ich hoffe mal, dass das repariert. Jessica ist auch schon gleich fertig. Yep, und das kostet mich gleich 5000. Toll, naja, kann nichts machen. Jurassic Cards wird das auch gleich fertig sein. Ja, ist schon fertig. Gleich. Irgend so ein Ferkel verdreckt deinen Park. Du solltest einen Putzmann auf die Sache ansetzen und die Schweinerei aufräumen. Nee, das interessiert lassen. Mich jetzt relativ wenig, weil ich lieber alle Sachen upgrade. Na, das Ding wäre eh schon fast kaputt gewesen, dann passt das jetzt relativ gut. Verbleibende Einsatzdauer, das Ding geht ja schnell den Bach runter. Verbleibende Einsatzdauer ist, dann muss ich die Teile neu kaufen. Ja, bei denen dauert das noch, bei den Go-Karts geht das relativ schnell. Ein paar deiner Besucher schlagen. Ja, Sabbelalten. So, die Go-Karts sind fertig. Das wird auch repariert. Sonnengott ist auch gleich fertig. Die Leute mögen dein Essen und die Preise, die du dafür verlangst. Gut gelaufen. Ja, mal schauen, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich so bis 20 Minuten das machen. Oh, es halt doch mal die Schnauze. Auf jeden Fall werde ich das dann so machen. Ich werde es bis 20 Minuten aufnehmen. Falls nicht, falls das noch länger dauert, mache ich das halt offscreen. Wenn du ein paar Überwachungskameras installierst, werden dann... Ich habe schon so viele Überwachungskameras, gebe ich auf den Sack. Meine Fresse. Irgend so ein kleiner Terrorist hat eine Stinkbombe in deinem Vergnügungspark gezündet. Okay, das ist wichtiger. Du solltest die schnell wegräumen lassen, bevor den Besuchern übel wird. Dann hättest du nämlich wirklich... Hey, habe ich ja nicht gerade einen Kerl zum Saubermachen gesehen, oder? Ja, wir haben eine neue Attraktion. Bin ich jetzt blind? Da. Das heißt, nein, nur... Komm, mach die Stinkbombe da weg. Aber das ist doch auch... Das war der Sonnengott, ne? Ja, das mache ich direkt mal. Stufe 3 schon, das ist gut. Das heißt, den Sonnengott brauchen wir dann nicht mehr aufrissen. Komm mal her. Die Mitarbeiter sind zufrieden. Und wenn das so bleibt, wird es hier nie Ärger mit Streiks geben. Oh ja, ich lasse das mal so durchlaufen. Planschau wird uns nächstes aufgerüstet. Wir kommen ordentlich Geld rein, sehe ich. Und ja. Wollen wir nochmal durch den Park gehen? Ich werde gleich das aufrüsten, dann gucke ich nach dem nächsten. Mache ich das nächste, was ganz hoch ist, und dann gehen wir einmal eine Runde durch den Park, so zum Abschied sozusagen. So. Gut. Plancher war das hier, glaube ich, ne? Nee. Ach, das war das. Ach, das meine ich mit Plancher. Oh, 500 ist ganz schön billig. Und oh, wo ist denn dieser Putzmann, der für hier dafür, ja, diesen ganzen Müll hier verantwortlich ist zum sauber machen. Mach ich halt noch ein. Komm hier oben mal bitte sauber machen. Oh, der Planscher ist auch fertig. Wunderbar. Es geht jetzt richtig fix. Zack. Ich brauche einen. Ja, einen. Darf ich mal? Ein Mechaniker. Was ist denn jetzt hier das höchste? Die Jurassic Cards. Gut, in der Zeit, wo Jurassic Cards sozusagen verbessert werden, gehen wir nochmal durch den Park.
Ich habe eine neue Aufgabe. Okay, für das gucken wir uns mal gerade an. Mal die Mitteilung an. Ah, das kann ich vergessen. Ja, gehen wir jetzt nochmal zum Abschied einmal durch den Park, gucken uns an, was wir gebaut haben, und dann werde ich wahrscheinlich auch wie die ganzen Sachen dazu packen, und dann sehen wir uns, wenn ich die goldene Eintrittskarte gewonnen habe. Oder ich brauche ja nicht unbedingt das zeigen. Oder? Ja doch, kann ich machen. So, auf jeden Fall geht's dann. Hier haben wir dann unsere Achterbahn gleich. Da ist unsere Go-Kart-Bahn mit dem Mammut. Das schläft. Go-Kart, ja doch. Und hier ist unsere Achterbahn. Dann geht's ja hier hoch. Hier ist unser Dino-Flieger. Hier ist der Sonnengott. Ja, hier geht's dann an so Toiletten. Unsere ersten Imbissbuden gleich. Hier die Hüpfburg links. Die Autofahrt. Die Affenschaukel oder Affentanz, grob gesagt. Gehen wir mal hier runter. Oh, die kacken da wieder so schön lecker. Unsere neueste Attraktion. Hier ist dann dieser komische, keine Ahnung. Da hinten ist Trommelwirbel, hier ist Fliegenfalle. Hier ist unsere Wasserbahn. Sieht schon geil aus, ne? So, gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Hier haben wir unsere Eruption. Ah, da können wir nicht durch. Da läuft irgendwo ein Schatz. So, hier ist unser riesen Kochtopf. Kochende Menschen. Unsere neueste Attraktion. Yam, yam, yam. Kochende Menschen. So, hier haben wir dann unser Inkal-Dings da. Leute runterfallen. Hier haben wir unseren Planscher. Hier haben wir unsere letzte Achterbahn. Ja, halt, ne, haben wir schon ordentlich was geschafft. Oh, die Joystick-Cards sind sogar schon fast fertig. Natürlich geil, wir bekommen ordentlich Knete wieder rein. Ich glaube, wir machen noch einen Forscher rein. Zack, jetzt die Forscherliste gleich voll. Mal schauen. Vielleicht lasse ich das auch einfach laufen, weil das ja eigentlich dazugehört. Ja, ich lasse es einfach laufen. Für die Leute, die das nicht interessiert, können sie ja schon den nächsten Part anschalten. Das heißt, nein, nur ich brauche natürlich noch eine Verbesserung. Aber das ist doch auch was Feines. Ja, hier, komm her. Ja, du machst Pause. Da läuft ein jugendlicher Rowdy rum, der den Kindern die Ballons kaputt macht. Schick lieber einen Sicherheitsmann los, So hängt das echt? Das kotzt mich an, dass es ab und zu mal hängt. Naja, lassen wir einfach so durchlaufen, bis gleich kommt der Planscher wieder. Vielleicht noch ein Sicherheitsmann. Ich mache noch einen Sicherheitsmann rein. Ist er Franco? Franco Rambo. Rambo, ja. Rambo arbeitet jetzt auch in meinem Freizeitpark. Ja. Mit seiner AK. Nee, was hat Rambo mal gehabt für eine Waffe? Na, unterschiedlich. Ein Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Deckung! Oder man könnte das Ding natürlich auch reparieren. Ja, kann man. So. Oh, der Planscher ist schon fertig. Das geht jetzt ganz für X. Ihr seht, zack, Stufe 5, Stufe 3, nicht Stufe 5. Ich bräuchte einen Mechaniker. Da. Oh, du arbeitest schon. Mechaniker? Da ist noch einer. Der gute Pete. Ja, gut, dann nehmen wir den Pete gleich, der repariert das da oben. So gut. Jetzt reparierst du das bitte, Pete. Da draußen läuft eine ganze Menge durstiger Besucher rum. Ob wir vielleicht ein paar zusätzliche Trinkhallen bauen sollten? Ich habe doch schon genug Trinkhallen. Und hier können wir auch die nächste Stufe gleich reinpacken. Ja, das kannst du gleich machen. Der Kochtopf ist auch gleich nicht mehr viel, ne? Ne? Alles klar, ich mach das einfach in dem Part, egal wie lang die Folge wird, dann wird es halt ein bisschen länger. What the fuck? Ah, das ist mein Sonnenschutz gefallen. Komisch. Hält's jetzt besser? Nein, ach komm, jetzt bleib doch, du hast doch sonst auch immer gehalten. Boah. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt.
So, jetzt aber. So, was war das denn jetzt? Ach genau, der Kochtopf. Zur Besorgnis. Ein Fahrgeschäft ist zusammengebrochen. Mechaniker unterwegs. Was ist das für ein Gelecke? Das ist echt scheiße. Das nervt mich echt teilweise schon. Ich weiß nicht, was das ist. Tut mir echt leid. Schaka, schaka. Ne, wir machen noch Eruption fertig. So. Tut mir leid. Gut. So, da war ganz schön der Kochtopf. Okay. Was soll er mal machen? Oh, Eruption ist auch gleich fertig. Gut, du bist fertig. Ich möchte dich mal bitte hier links behalten, Mr. Herr Heinz. Oder Heinz, wie heißt er mit Nachnamen? Nein, Baumeister nicht. Nein. Junge, da. Heinz Schweißzix, keine Ahnung. So, nächste Stufe. Wander Heinz. Haben wir noch kleine Sachen? Ja, Inka Totenpfahl. Oder was haben wir noch? Ja, eigentlich nur noch, oh, nur noch die Sachen hier. Machen wir den Inka Totenpfahl. Ja, viel fehlt nicht mehr. Das werde ich alles jetzt noch in dem Part machen, ist mir scheißegal. Ich habe mal schon noch einen Schluck getrunken. Hat mir jetzt leid für Leute, die es vielleicht nicht interessiert. Aber ich will es jetzt fertig haben. Was können, ja, ich könnte es natürlich weglassen. Was gehört halt auch zum Let's Play. Und der muss halt. Ansonsten geht das ja jetzt relativ fix. Bei 6 so viele Forscher noch eingestellt, dann passt das schon super. Mit dem Geld klappt das ja auch noch. Was haben wir denn sonst alle Sachen gebaut? Ja. Yep. Gut, gut. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. So. Das ist heute dieser Inka-Totempfahl. Gut. Ich habe schon wieder vergessen. Darf ich bitte dich haben? Danke sehr. Hier oben war das genau. Oh, tut mir leid, dass jetzt dein Lächeln verderben muss. Eine unserer Attraktionen bricht bald zusammen. Was denn? Hey, habe ich den nicht vorhin schon repariert? Ups. Na, du nicht. Du bist auch noch fit. So. Als nächstes kommt der Gorillas-Füller. Kostet sogar jetzt mehr Geld. Muss mich verarschen. Aber wie gesagt, muss alles. Damit wir es denn, ja, fertig kriegen. Hast du die Postkarten schon gesehen? Du solltest deinen Freunden auch welche schicken. Nee, gerade nicht. Ich habe keine Freunde. Doch. Naja, nicht wirklich Freunde. Ich habe eine Freundin, das reicht mir. So, Gorilla-Filler, komm mal hin, ne? Das ist noch zwei Sachen, ne? Irgend so ein Ferkel verdreckt deinen Park. Du solltest einen Putzmann auf die Sache ansetzen und die Schweine... Oh, Schaka Schaka muss auch nochmal. Das ist natürlich doof. Irgend so ein Bengel rennt hier rum und macht den Kindern die Ballons kaputt. Das ist schlecht für deren Laune. Also schicke einen Sicherheitsmann rüber, der sich darum kümmert. Was können die Sicherheitsmänner eigentlich... Deine machen die Licht überall Kotze. Komm mal her. Einige der jüngeren Besucher spielen. Ach, ist Gästen doch gut. Ich mach doch eh gleich den Vergnügungspark aus, hin nach, wenn wir alles gebaut haben. Danke, ich will mich hier oben weiter gucken. Da liegt eine Stinkbombe. Deine Sicherheitsleute sind nicht so effizient, wie sie. Ich hab doch eigentlich so viele Überwachungskameras. Überwachungskameras, aber irgendwie. Ah, wunderbar, das schmeißt ihn raus. Hey, hast du gesehen, was dieser Kerl da gerade gemacht hat? Hallo, hast du nicht gesehen, dass wir schon die Kinder rausschmeißen? Oh.
Wunderbar, das ist schon fertig. Irgend so ein Scherzkeks hat hier eine Stinkbombe in deinen Vergnügungspark geworfen. Habe ich schon weggemacht. Habe ich schon weggemacht, bevor du es gesagt hast. Ja, das Schreckensample fehlt noch. Und dann haben wir eigentlich alles durch. Dann haben wir es geschafft. 25 Minuten, egal. Ich mache das jetzt zu Ende, den Rest. Weil das lohnt sich jetzt nicht, nicht extra hier für einen neuen Part anzufangen. So, dann fangen wir direkt im nächsten Part, also gleich den Halloween Park an. Ja, fangen wir dann direkt an. Wunderbar, ist fertig. So. Komm, weiter, weiter noch das Stückchen. Hm. Das kostet immer ungefähr $7 mehr pro Qualität. Oh, ihr macht eine Pause. Wir machen Pause. Ich heiße mal einen Forscher. Niels Bohr. Ja, der Bohr Niels. Ja, oh, wir haben eine neue Attraktion. Das ging jetzt schnell. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was Feines. Yep, und das werden wir direkt in Auftrag geben. Und wir brauchen einen Mechaniker. Ich glaube, müssen wir noch zweimal erforschen, glaube ich. Da. Wieder Gorilla-Füller und Schaka-Schaka, das ist gut. Dann sind wir gleich schon fertig. Ja, ist halt ein bisschen langweilig jetzt. Boah, was soll das? Ey, nee, bitte nicht. Ich mach mal kurz auf Pause. So, ich hoffe, das ist aufgehört. Vorsicht, das Ding. Und ich mach jetzt mal weiter. Du hast da eine Attraktion, die bald den Geist aufgeben wird. Um 7:30 noch einen rumzubohren. Kann man das nicht mittags machen? Oder nachmittags? Hm. Da kommt ein Bus an und bringt uns Besucher. Nö. Wohl nicht. Hm. Ach, wir haben noch Besucher gerade bekommen. Wunderbar. So, der Gorilla-Füller. Oh, ist sofort fertig. So, jetzt fehlt nur noch der Schaka-Schaka und dann war's das. Junge, jetzt Wort fängt dann nicht an, um 7:30 oder um 8 zu reparieren, ja, mit 7:30 zu renovieren da oben. So, dann können wir gleich eigentlich noch alle Forscher rausschmeißen, weil wir die ja dann nicht mehr brauchen. Da läuft irgendwas. Ja, Schnauze. Ich werde hier, ich höre sowieso den Park auf, wenn wir hier gleich fertig sind. Viele der Besucher kaufen Kostüme. Sie scheinen sich also wohl zu fühlen. Ja. Einige der jüngeren Besucher... Halt's Maul. Nerv mich nicht. Obwohl ich das eigentlich lustig fände mit dem Typ, der immer das sagt. Nur es nervt meiner Zeit, besonders wenn man das gleiche sagt. So, jetzt brauchen wir noch eine Sache, dann kriegen wir die goldene Eintrittskarte. Ein paar deiner Besucher schlagen... Schnauze. Ich hab genug Wachleute, was dein Scheißproblem. Die Überwachungskameras. Na komm, Endspurt. Ich bin sicher. Sei ruhig. Ich bin mir auch sicher, dass du deine Klappe hältst. Danke. Oh, es gibt noch mal eine... Oh, scheiße, es gibt noch eine Stufe von Schaka Schaka. Speicher mal, ich habe noch gar nicht gespeichert. Das kann ich 30 Minuten gleich wiederholen. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was... Ich dachte eigentlich, wir sind jetzt fertig, aber wir müssen wohl die Schaka Schaka noch mal verbessern. Irgend so ein kleiner Terror... Ja, Schnauze, das machen die schon alleine. Hat er noch ein paar Besucher mitgebracht? 3 Stück nur. Das
so ein bisschen mager, ne? Okay. Hm. Gut. Zu dreckig. Putzmann. Ja gut, der geht da schon hin. Müssen wahrscheinlich nochmal Schocker ab. Ja, machen halt. Ach man. Voll motiviert, ey. Ja egal. Müssen wir halt machen, dann sind wir fertig. Da läuft ein jugendlicher Rowdy rum, der hat nochmal einen Schluck getrunken. Schick lieb. Ich brauch kein da kommt ordentlich was an. Du hast gesehen hier unten. Hungrig und durstig. Da oben sind. Ich glaube, ich baue am nächsten Part die Fressbuden direkt hier unten hin, weil mir das nervt. Hier oben sind Essensbuden und der beschwert sich, dass er zur Führung hat. Boah, sind das viele. Oh, unser Sicherheitsmann schmeißt schon direkt wieder einen raus. Wunderbar. Wunderbar, gleich bekommen wir unser Schakka. Oh, meine Nase. So. Mein Commentary ist natürlich wieder super. Einige der Jungen. Nein. Ja, auf jeden Fall, der Halloween Park wird wahrscheinlich so, ja, wie der Name schon sagt, mehr auf Grusel sein und Horror. Und ja, dann kommt das, werde ich danach das Wunderland machen. Könnten wir auch jetzt schon, aber ich will natürlich so nach und nach machen. Und als jetzt die Space Zone. Die Space Zone ist schwer. Ich habe das damals ja schon als Kind durchgespielt. Ja, wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das heißt, nein, nur eine Verbesserung für eine Attraktion. Aber das ist doch auch was Feines. Boah, es tut mir leid, ey. Boah, ist mir Magen los. So, jetzt kann ich erstmal die ganzen... Oh, jetzt haben wir es doch bekommen. The winner is... Gratuliere. Du hast eine goldene Eintrittskarte gewonnen. Okay, muss ich das nicht mehr erforschen. Auf jeden Fall, wie ich gesagt hatte, wir kriegen noch eine goldene Eintrittskarte. Ich werde jetzt noch schnell die Vorschale rausschmeißen. Eigentlich ist das ja scheißegal, oder nicht? Aber trotzdem schmeiße ich die mal raus. Tschüss. Irgend so ein Scherzkeks hat hier eine Stinkbombe in deinen Vergnügungspark gemacht. Da sind noch zwei. Du solltest sie schnell wegräumen lassen, bevor den Besuchern und übel du wird. Auch. Ehrlich, das ist noch schlimmer als die Witze. Das war's jetzt, glaube ich, auch, ne? Boah, wir haben doch noch so viele. Wie viele Forscher haben wir denn noch gekauft? Oder gehabt. So, tschüss. War schön mit euch. Und nun weitere Meldungen. Die Forschungszyklen hinken hinter den Erwartungen her. Mit anderen Worten, du forschst zu wenig und solltest ein paar zusätzliche Forscher engagieren. Was ist dein scheiß Problem? Hast du mal geguckt? Es gibt kein nichts mehr zu forschen. Gut, dann reicht es jetzt hier auch. Ich beende hier den Part. Ein Fahrgeschäft steht kurz vor dem Ausfall. Schnauze. Ja gut. Das ist halt unser Park. Wir haben ordentlich was geschafft. Und dann würde ich mich verabschieden. Wir speichern noch gemeinsam. Ja, hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.